Oh, Mikro, Mikro, Mikro. Hallihallo nochmal. So, schönen Montag. Ich habe nichts mit irgendwelchen Feierlichkeiten zu tun. Für mich ist das ein Montag wie jeder andere auch. Und ich wollte sagen, ich bin schuldig, weil eine Verräterin. Und zwar insbesondere eine Selbstverräterin. Warum? Weil ich habe ja vor 2 Wochen erzählt, dass ich mich an den Wahlen in der Türkei nicht beteiligen werde, weil ich hier lebe und weil ich mich deswegen eigentlich nicht mal wahlberechtigt sehe. Nur, ich habe mir 2 Tage vor dem 9. April, also letzten Sonntag, im Internet Serdar Somuncu angetan. Und er hat mich provoziert, muss ich sagen. So provoziert, dass ich echt wirklich in der Nacht zu Sonntag dachte, meine Güte, ich glaube, ich muss doch ein Ja für Erdogan geben. Und am nächsten Morgen hatte ich diese Idee tatsächlich auch immer noch. Und dann dachte ich, gut, ich werde tatsächlich jetzt doch noch hingehen und Erdogan wählen. Also mit Ja abstimmen. So bin ich dann losgefahren und habe mir unterwegs noch Gedanken gemacht, dachte ich irgendwie so, hey, kannst du wirklich irgendwie für Erdogan deine Stimme abgeben? Und dann dachte ich vor allen Dingen, sag mal, in der Türkei gibt es doch noch die Todesstrafe, oder? Und dann dachte ich, ey, wie kannst du jemandem noch mehr Macht geben wollen, der die Todesstrafe hat? So, und dann bin ich halt dann dahin nun hingefahren. Und ach so, zu Somuncus Vortrag wollte ich mal, seine Satire, warum er mich provoziert hat, das will ich mal erzählen. Und zwar hat in diesen, also er äußert sich zu Erdogan, und zwar so, dass er in dieser Satire sogar sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich Sarrazin mal recht geben würde. Und das fand ich nun wirklich extrem bekloppt. Und aufgrund dessen und zum Ende dieses Internet-Films da ist dann halt Erdogan auch gleich mit Hitler wieder verglichen worden. Es ist heutzutage ganz einfach, Assad mit Hitler, Erdogan, Hitler, alles wird gleich zu Hitler gemacht. So. Und allerdings fand ich ehrlich gesagt, dass Somuncu selber richtig wie den Adolf raushängen ließ. Und nun, es hat mich so provoziert, weil diese Stimmung hier in Deutschland eben halt nicht nur in Deutschland, sondern halt Westen. Zum Beispiel wird ja versucht, jetzt indirekt auf Erdogan der Giftgasanschlag zugeschoben zu werden. Von wegen, sowohl Sahra Wagenknecht als auch ein gewisser Lüders sagen halt, dass der türkische Geheimdienst MIT das Giftgas an die Al-Nusra geliefert hätte. So, und ich denke aber mittlerweile, dass möglicherweise weder der türkische Geheimdienst noch sonst irgendwelche großartigen Dienststellen in der Türkei wirklich unter Kontrolle von Erdogan sind. Und es sind einfach viel zu viele NGOs und etc. in der Türkei drinne. Aufgrund dessen halt hat Erdogan tatsächlich nicht alles unter Kontrolle dort. Und das hat ja der Putsch letztes Jahr insbesondere gezeigt. Und zum anderen ist mir dann halt auch, also Putin, es geht ja nun hauptsächlich darum, dass Erdogan mit Putin eben halt zusammengekommen ist. Und das stinkt dem NATO, Na Nordatlantischer Terrororganisation. Und deswegen wollen sie den Erdogan nicht mehr. Also machen wir, wie sie es mit Gaddafi gemacht haben, von heute auf morgen Diktator. Ja, während sie halt vor kaum 3 Jahren den hier selbst im Fernsehen hochgejubelt haben, Erdogan mit 40.000 Zuschauern in Köln, was weiß ich und so. Sofern halt Erdogan den Westen in den Arsch kriegt, ist er gut. Und wenn Erdogan auf die Idee kommt, irgendwie einen auf souverän heraushängen zu lassen, dann hetzt man gegen ihn. So, und aufgrund dessen halt, und vor allen Dingen denke ich halt so, ich sehe echt wirklich die Gefahr, wenn sie den jetzt so aufbauen, wie sie Gaddafi als
als Diktator aufgebaut haben, medial, gehypt. Ein Mann, der ein halbes Jahr vorher in Diskussion war, einen Menschenrechtspreis zu kriegen, weil er den Flüchtlingen aus Afrika Arbeit und Wohnung gegeben hat, dass sie nicht auf dem Mittelmeer ertrinken mussten. So, und noch etliche andere. Und ich muss sagen, liebe einen solchen Gaddafi-Diktator, der eben halt jedem Bürger seinen Anteil an Erdölverkauf auf Konto zugeschrieben hat, wenn der Mensch da halt studieren wollte, Bildung, Medizin, alles umsonst, ja? Und vernünftige Medizin, nicht so eine gekaufte Medizin wie hier im Westen, ja? Und so denke ich halt lieber so einen Diktator als diese angebliche Demokratie, die wir haben, diese Illusion von Demokratie, was in Wirklichkeit voller Faschismus ist. So, und ich bin jetzt dann halt am Sonntag, dann am 9. zum Konsulat hin, wollte tatsächlich wählen und wollte dann auch vor allen Dingen halt meinen Entitätsausweis vom Amt für Menschenrecht ausprobieren, ob ich damit reinkomme und wählen kann. Und man hat mich nicht reingelassen. War eigentlich wohl auch zu erwarten, nur ich habe gedacht, wer weiß, mal gucken. Und ich habe dann versucht, da mit den Konsulatsmitarbeitern ein bisschen zu diskutieren. Ein junger Mann hat sich auch ein bisschen bereitgestellt und ich habe ihnen dann halt auch meine Gedanken geäußert, so von wegen, ja, ich war ja auch im Überlegen halt, ob ich irgendwie jemanden wählen kann, der die Todesstrafe da in der Türkei noch hat, ne? Und ja, und er sagte, dass diese Wahlen halt eigentlich im Grunde genommen Erdogan deshalb das macht, dass wenn sein Nachfolger kommen sollte, dass das türkische Volk mehr Macht hätte, um was gegen den Präsidenten dann zu tun. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke stimmt. Und zum anderen, ich habe dann mittlerweile erfahren, seit einer Woche, dass seit 2008 oder 2009 die Todesstrafe in der Türkei schon aufgehoben war. Also habe ich irgendwie eine Berechtigung, eigentlich in der Türkei zu wählen? Ich finde nicht. Ich habe nicht viel Ahnung von der Politik dort. Und naja, tatsächlich soll nun Erdogan nach deutscher Presse die Todesstrafe wieder einführen wollen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das nun stimmt oder nicht. Muss ich noch überprüfen. Und ich wollte Somuncu und auch Pirinci gehört für mich dazu. Akif Pirinci, dieser Katzenkrimi-Schreiber da. Ich denke mittlerweile, dass solche sogenannten Prominenten entweder unter Mind Control stehen oder halt erpresst werden. Und weil so irgendwie sich so äußern, ist sowas von daneben. Im Grunde genommen selbst den Nazi hier zu spielen, ja, und selbst aber vom Rassismus betroffen zu sein, also das passt nicht, ne? Aber andererseits, das Demotivierendste ist ja halt auch in der Sklaverei so gewesen, dass man Sklaven von Sklaven auspeitschen lässt. Und das ist sozusagen eigentlich das Gleiche, was die dann halt machen. Und ja. So. Das war's so ziemlich, glaube ich. Okay. Ja. Okay, das war's.